Gerd Bonk hat seine Erfolge im Gewichtheben teuer bezahlt. Der Vogtländer bezwang 1976 als erster Mensch der Welt 5 Zentner. War Olympiazweiter in Montreal, Europameister. 27 Jahre später hat der Invalidenrentner einen Körperschaden von 100%. Der 51-Jährige erklärte sich bereit, den Antrag auf Entschädigung für Dopingopfer vor laufender Kamera auszufüllen. Dabei braucht er Hilfe, seine rechte Hand ist nach einer Operation gefühllos. Für Rückfragen stand am Telefon in Berlin Birgit Böse vom Dopingopfer-Hilfeverein zur Verfügung. Ja, und hier mit Gerd Bonk. Ja, grüß dich. Bonk ist nicht der einzige Gewichtheber in der Reihe der bislang 80 Antragsteller. Er ist einer der Fälle, die es sehr schwer erwischt hat, aber wir haben parallele Fälle, die also auch dieses Schadensbild, dieses Krankheitsbild haben. Also insofern befindet er sich in guter Gesellschaft, dass er natürlich aufgrund Superschwergewichtheber mitunter noch ein paar mehr Probleme auch durch das Gewicht hat, als jetzt jemand, der diese Herzerkrankung, Diabetes und so hat und normalgewichtig ist, ist halt logisch. Gerd Bonk erinnert sich, ab 1973 sogenannte unterstützende Mittel bekommen zu haben. Von Doping war keine Rede, auch nicht, welche Gesundheitsschäden oder Spätfolgen eintreten könnten. Der eine Arzt hat mir gesagt, ja, das ist nicht so schlimm, du hast ein bisschen mehr Bartwuchs und das kriegst du schon über die Runden, so ungefähr. Die Sportler sollten Spitzenleistungen bringen und sich keine Gedanken machen. Insgesamt 2 Millionen Euro stehen für die Entschädigung der Dopingopfer in der ehemaligen DDR bereit. Eine Voraussetzung, ein fachärztliches Gutachten. Bei Bonk ist der Zusammenhang klar, Doping, Diabetes, Cortison. Dann ist die Achillessehne, das Fersenbein abgerissen durch das Aufweichen und durch die Entzündung. Und da haben sie mir praktisch die Achillessehne weggemacht. Kann ich ganz schlecht laufen. Makabere Realität, Bonks Krankenakte, ein abendfüllendes Programm. Mit den Knien habe ich keine Probleme, das ist das Einzige, was in Ordnung ist. Eine bittere Quittung für 15 Jahre Leistungssport. Bonk ist einer von geschätzt 500 bis 1000 DDR-Sportlern, die Anspruch auf Entschädigung hätten. Bislang liegen aber nur 80 Anträge vor. Wir haben jetzt gerade, jetzt nur kurz vor dem 31., wo die Anmeldefrist ausläuft, doch einen Teilsportler, die sich jetzt auch melden und sagen, sie haben eine ganze Weile schon mit sich gerungen, haben es einfach nicht für sich anerkennen wollen, dass sie auch zum Kreis der Geschädigten und der Dopingopfer, also quasi der Versuchskaninchen des DDR-Sports, gehören. Der Antrag ist gestellt, viele Fragen aber bleiben. Ist das Thema DDR-Doping damit erledigt? Was ist mit einer Zusatzrente für Schwerstgeschädigte wie Bonk? Die Entschädigung für Dopingopfer, ein Anfang, mehr nicht.